Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xell. Wir gucken jetzt mal, dass wir uns einen Boss schnappen, der hier vorne rumrennt. Und schauen uns einfach mal an, was der so macht. Ah. Oh. Ah, Moment. Okay. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Nein, nicht beenden. Weiter. Wo habe ich das letzte gespeichert? Weiß ich gar nicht. Ah, hier. Ja, okay. Nicht allzu weit weg. Ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit auch nichts mehr gemacht. Doch, da oben das Ding geholt, genau. Hier gibt es doch nochmal holen. Das war, da war aber nur eine blaue Platine. Ja, blaue Platine, genau. 10 grüne Platinen. Bäh. Ich schwebe, ich kann nicht ausweichen. Oh, super. Ah, okay, ich muss ihn. Ah, so. Ein fieser Roboter. Kann währenddessen snacken, das ist sehr gut. Hallo, snacken. Kriege. Ah, jetzt macht er den Mist wieder. Okay. Ja. Hier keinen Schaden verursacht, oder? Ja, es ist. Das ist. Ich da vielleicht mit Strom ran? Oder sieht man den Schaden nicht durchmachen? Fehler in der Matrix? Man hat den Schaden nicht gesehen. Microchip! Yay! Ich glaube, jetzt können wir unsere Schockfallen upgraden. Hier unten war, glaube ich, auch noch irgendwas. Ne? Ja. Grüne Platine, ja, haben wir noch nicht entdeckt gehabt, die grüne Platine. Die Kiste hatten wir, glaube ich, schon mal offen. Ja, hier kommen wir natürlich die grüne Wand durch, ne? Das ist, wir haben auch immer noch kein Mittel für die grüne Wand gefunden. Aber wir haben den Boss im Garten besiegt. Das ist cool. Das ist sehr cool. Das nach 4 Minuten nach Start des Videos. Also, wir haben noch viel Zeit, andere Dinge zu tun. Wir gehen nochmal da oben zu unserem Freund. Dem Koch. Dem mit den Rezepten.
Audi Hero Partner. Ja, wir würden nämlich gerne. Aber erstmal hier die Naschi. Jerky. Obwohl Jerky ist also nicht so. Den großen Naschi nehme ich auch direkt mit. Solltest du aufpassen. Den Schild, den Turbo. Ja, und dann ist schon nicht mehr so viel übrig. Den restlichen Sachen hebe ich mir nochmal auf. Aber haben wir wieder schöne Rezepte gesammelt jetzt hier bei dem. Da können wir uns ein bisschen was an Ausrüstung noch bauen. Hallo Freunde. Den Boss habe ich gerade fertig gemacht. Aber ja. Gott. Bildest du dir eigentlich ein? Ja, warte mal, ich gehe mal nach oben. Ich will wissen, ob man da oben mit dem Ding was machen kann jetzt. Vielleicht mit unserem neuen Schwert draufhauen oder. Ach ja, das ist auch ein bisschen nervt, dass man das jedes Mal nach einer Zeit entdeckt. Ich habe das Spiel seither noch nicht beendet. Trotzdem entdecke ich das jedes Mal neu. So, kann ich mit der hier was machen? Nee. Reagierst du vielleicht darauf? Dann weiß ich nicht. Ja, schon ganz wichtig. So, jetzt gehen wir nämlich hier rüber. Nein. Das Moor. Wir sind tatsächlich im Moor wieder. Der Netzspinner ballert wirklich. Wir müssen uns auf der anderen Seite auch noch umsehen, da braucht man das Ding ja auch. Was ist das hier? Oh, wer steht denn da? Wie bist du hierher gekommen? Oh, mit diesem sehr coolen Netzspinner, den Shirl mir gemacht hat. Shirl hat dir den gemacht? Ich und die anderen Späher mussten ewig lange klettern. Ich musste eine Riesenspinne besiegen. Ist kein Wettbewerb, weißt du? Ja, irgendwie schon. Einer, wo keiner gewinnt. Das macht Sinn. Sieht aus wie ein Außenposten von Nadelöhr. Ja, das sieht nicht nach einem freiwilligen Aufbruch aus. Wie bist du hierher gekommen? Nichts mehr. Da oben noch was? Da. Wir gucken, ob hier noch was ist. Irgendwie komme ich hier nicht mehr raus. Nein, Mist. Darüber ist die Sachen looten, das kann doch nicht sein. Liegen Sachen, die ich looten könnte und. Jetzt. Oh. Ja, okay. Wo auch immer da jetzt wieder nichts angezeigt wurde.
gucken wir uns hier mal um. Mit dem Freund hier. Der sieht auch gut aus da oben. Mal sehen. Mikrochip, sehr gut. Noch einen zweiten. Station. So näher wie der Station kommt, desto kälter wird es. Ein Pilz? Ah ja. Hat er sich in die Luft gejagt? Medizinisches Gewächs? Je näher wie der Station kommt, desto kälter wird es. Das muss das Kühlsystem sein, das wir reparieren müssen. Wahrscheinlich nicht anfassen, weil zu kalt. Pflanze. Hey. Pilz. Da hinten ist er. Auf diese tödliche Scheiße hier eingelassen. Jemand muss wohl ein Auge auf die Xellos haben. Aber einer von denen hatte sogar einen Flammenwerfer. Ich bin so am Arsch, wenn der mich findet. Flammenwerfer? Da runter? Ich kann ja theoretisch wieder da hoch, wenn ich da runter gehe, ne? Wirklich fragiles Ego haben. Die Statue zerstört. Chap, du Miststück. Sieht so aus, als müssten wir einen anderen Weg zur Forschungsstation finden. Chap, Miststück. Okay. Bin ich wieder hier vorne? Ich sehe schon, ich werde hier oft runterplumpsen. Warum? Wieder eine grüne Tür. Hoch, aber. Oh, hier runter, oder? Derselbe Weg. Abkürzen. Hallo, Freund Blase. Statuenschutz? Nee. Jetzt so auf der anderen Seite von der Tür. Ja, genau. Das ist hier der. Ja. Der Anfangsbereich, wo wir lang gelaufen sind. Wer ist er denn? Ist das etwa? Hallo? Wie diese Schüssel aus der Vergangenheit.
inbrünstiger. Oh ja. Das ist irgendwie nichts gebracht, ne? Zu erledigen. Mal vielleicht auch. Da könnte ich auf jeden Fall lang. Jawohl. Oh! 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 Was? Was war das jetzt? Hat er auf mich geschossen oder was hat mich da jetzt erledigt? Nicht wieder hier. Und ich habe nicht zwischengespeichert, also ich müsste jetzt wahrscheinlich einmal komplett rum. Wer saß denn da gerade? Das Wetter ist wieder zum Fritzen. Schloggi. Fritzen? Entschuldige, Hirnfurz. Hirnfurz. Wenn es zu warm ist, eine Jacke zu tragen, weil man schwitzt, und zu kalt ohne, weil man dann friert. Fritzen. Wieder etwas gelernt. Ja gut, Fritzen. Ach guck mal, es steht sogar dabei, was wir herstellen können und was nicht. Schildgummi. Oh, zwei. Oh, zwei Schildgummis. Schon, ich werde hier oft runterplumpsen. Eine sehr verzwickte, verwirrende Gegend. Das wird umzuckelt. Hey, muss es da oben anvisieren. Also, danke. Jetzt zuerst den Typen erledigen. Oh, ja, ist nämlich ultra nervig, der Typ. Achso, hast du ja so eingebildet. Hey, hallo? Sie tragen dieselben Sachen wie diese Faschisten aus der Vergangenheit. Und sind noch blutrünstiger. Nichts, was ich dort machen könnte. Oh, Herzen, sehr gut. Gehen wir erstmal da hinten den Speicherkern aktivieren. Kappe runterschmeißen. Ja, war jetzt schon echt knapp. Runter. Jemand will uns wirklich auf keinen Fall bei sich haben. Ach schön. Ja, hallo. Oh. Natürlich. Hat er irgendwas Besonderes? Kann ich das anvisieren und. Ja, kann ich. Leicht. Nein. Wieso? Mühe weiter rüber. Jetzt. Ja, schon sehr. Ah, oh, wunderbar.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein sollte. Und jetzt werden mir die grünen Platten wieder angezeigt. Ach, warum? Ich glaube, das war nicht beabsichtigt, dass ich da so hoch springen kann. Das werden jetzt wahrscheinlich die anderen sein, würde ich fast vermuten. Oh, die Hitze ist zu heftig. Das bedeutet, der Paradoxantrieb muss in dieser Richtung liegen. Da er fast hochgeht, erhitzt er die umliegenden Gebiete. Wir können hier erst weiter, wenn wir das Kühlsystem der Forschungsstation umgeleitet haben. Also in die Wüste kommen wir erst, wenn das Kühlsystem umgeleitet ist. Wow, du kannst da nicht lang. Muss ich dir erst meinen Namen, Mission, Lieblingsfarbe und die Höchstgeschwindigkeit eines unbeladenen Vogels nennen? Was? Nein! Es ist einfach nur scheiße heiß da hinten, seitdem wir das Problem mit dem Kühlsystem haben. Oh, danke für die Vorwarnung. Okay, also hier muss ich das Kühlsystem erweitern. Das ist schon das nächste Gebiet. Scheinbar. Oh. Nein, da kann ich nicht lang. Sind das Gräber? So viele Menschen. Familien. Alle mit der Hoffnung, eine neue Heimat zu finden. Wenn wir die Xell nicht retten, waren ihre Opfer umsonst. Oh, ja, hallo Leute. Was ist das denn in der Mitte? Das ist doch garantiert eine Falle. Aus freien Stücken im Sumpf oder wurden sie aus Nadelöhr verbannt? Oh Mann. Oh, cool. Ich hasse mich dafür, dass ich es ausprobieren muss, aber gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein sollte. Nein! Wollte nicht reinspringen. Oh. Sehr gut. Okay, wir fahren wieder zurück. Ich glaube nicht, dass ich hier schon sein sollte. Das ist wahrscheinlich zu hoch gelevelt, das Gebiet. Ja, jetzt entdecke ich alles wieder neu. So schön. Richtig. Der Anfang sogar schon. Mindestens geht's, glaube ich, in die Richtung. Das ist vielleicht dann die Brücke, wo ich hin wollte eben, in der anderen Folge. Das ist der Weg wahrscheinlich dahin, wo wir jetzt gerade sind.
Das ist immer so ein bisschen auf Erkundungstour, würde ich fast sagen. Ja, das ist hier ist der Roboter gewesen. Hier ist der Roboter gewesen, der erste Wächter. Aus der anderen Seite, auf der anderen Seite her kommt mir das auch bekannt vor. Der Weg. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall zurück. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind jetzt hier gerade einfach an der falschen Adresse. Das ist zu hoch für uns, das Gebiet. Genau. Wir sind dann hier rechts abgebogen mit unserem Freund. Desmond. Genau, und hier ist die Brücke. Nee, da hinten ist die Brücke, wo wir dann nicht mehr zurückkamen. Hier ist diese Wand. Spätestens wenn wir die kaputt machen können, können wir ja sowieso immer wieder hier lang. Es wird kommen, aber hier können wir halt jetzt nicht mehr zurück. Das war die Stelle. Häng fest. Oh, was ist denn das? Warum kann man denn hier in jeder scheiß Ecke festhängen? Ich kann mich nicht bewegen, ich komme da nicht raus. Und zuschlagen. Sonst kann ich nichts machen. Laden. Wo haben wir jetzt geladen? Hier, beim Boss. Ah, wunderbar. Ach ja, stimmt, an dem Ding hier. Also den Weg nochmal zurück. Können wir meinetwegen auch nochmal geradeaus durchgehen. Und die Folge ist gleich zu Ende. Ich weiß es tatsächlich. Unsere Aufgabe. Eskalt, erkunde die Gegend und finde die Forschungsschlüssel. Vielleicht ist das doch unsere Aufgabe da oben. Wir gehen mal hier lang. Wieso kann ich eigentlich da vorne das Ding nicht da? Und du. Der Weg führt, glaube ich, dahin zurück, wo wir am Anfang waren. Das ist in der anderen Richtung schon. So. Bin ich nicht durch? Okay. Eigentlich muss ich ja da oben lang, ne? Ja. Hier ist mal. Ach nee. Okay. Oh, Freunde! Lebewand, das hat mir noch nicht gefallen. Wir gucken uns einfach mal hier ein bisschen um. Letzten paar Minuten der Folge. Überlebensjahr, wie man sieht. So schlimm kann es ja gar nicht sein. Ich weiß aber nicht, wieso ich den einen nicht anvisieren kann, der da drüben ist. Wieso brauche ich ja wahrscheinlich für den Rückweg. Frischfleisch, ja klar. Von uns beiden war das Frischfleisch, du Eierkopf. Aber hier kann ich eine Leiter runterlassen. Hier kann ich zum Freund unten runtergehen.
den erledigen, bevor der überhaupt gemacht hat. Eisch. Und ein Audiolog. Ich kann nicht glauben, wie wenig Freizeit wir haben. Klar, jeder muss seinen Teil beitragen. Aber ich habe meine Kinder seit Wochen nicht gesehen. Selbst sie werden wie Vollzeitkräfte behandelt. Das fühlt sich falsch an. Ja, Kinder, die wie Vollzeitkräfte behandelt werden, ist schon was. Ja, ja, ja. Kinder ausbeuten könnte, ja. Da steht eine Truhe. Mit einem Energiekern. Schön finde ich, wenn man in die Sachen manchmal so reinlaufen kann. Ne? Als wenn das nicht existent wäre, dass da eine kleine Barriere ist, laufe ich da einfach durch. Oh, geil! Ja, nicht so geil. Das beabsichtigt ist, dass ich mich so an dem hochziehen kann. Wir liegen nun schon ein halbes Jahr über dem ursprünglich errechneten Ankunftsdatum. Okay, dann muss ich jetzt gleich nochmal zurück. Das ist so abgebrochen. War ich zu weit weg. Wir liegen nun schon ein halbes Jahr über dem ursprünglich errechneten Ankunftsdatum. Zwar haben wir nichts Besseres zu tun, aber so kann es auch nicht weitergehen. Meine Leute sind so überarbeitet. Einer nach dem anderen kippt um. Viele sind von uns gegangen. Und die Krankenstation ist völlig überfüllt. Der Laden ist eh nicht ganz sauber. Aber egal. Alles fühlt sich absolut hoffnungslos an. Hm. Na, hier komme ich mir leider trotzdem nicht lang, ne? Oder fährt es so weit runter, dass ich da durch kann? Da brauche ich auch noch so einen größeren Schlüssel oder Schloss. Nee, nee, hier werde ich nicht. Nee. Ja. Ja, jetzt rennt. Jetzt weiß ich auch, warum das Ding hier ist. Es rennt einfach geradeaus runter, statt zu springen. Naja. Gehen wir halt nochmal rum. Sind ja sowieso schon ein bisschen über der Zeit. Man macht das jetzt auch nichts, wenn wir noch ein bisschen machen. Da scheint ein Boss zu sein, oder? Mal reingucken. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal beim Boss vorbei. Hey Chef! Zelot Alpha. Halt! Ich will nicht kämpfen! Ja schon! Du bereits kämpfen gewählt! Warum wollt ihr unbedingt alles töten, was sich bewegt? Ende ist klar! Nur reine in Ruhm brennen! Deine Grammatik ist gar nicht mal so rein. Hunde. Tut mir leid, ich bin echt echt. Du meinst die da von Nadelöhr. Behaken-Ideale. Naja, ich weiß ja nicht, deren Ideale wirken relativ entspannt und nett im Vergleich zu euren. Du Schaf! Angelogen! Wir sind wahre Xell! Von wem denn angelogen? Monsterdieb! Das kam um zu richten! Okay. Also der ganze Aluhut-Kram ist langsam echt ganz schön viel. Du stirbst jetzt.
Ja, davon ist Feuer, ich komme nicht mehr raus. Ich weiß, ich hab's provoziert. Ja, natürlich, ich kann mich nicht bewegen. Ja. Hallo? Hallo, 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 dürfte ich bitte? Ja, natürlich. Okay. Ist vielleicht doch ein bisschen krass. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen üben für den Freund. Ach ja. Ach, guck mal da. Ruhe. Ich nehme schon alle Truhen mit, obwohl ich gar nicht hier hingehöre. Chemikalien. Das entdecke ich schon wieder einfach alles. Ne? Es ist tatsächlich ein bisschen nervig, dass ich das jedes Mal alles wieder neu entdecke. Also zu dem gehe ich jetzt mal nicht rein. Gehen wir jetzt mal hier hoch zu den Freunden da. Und Cleveland. Ja, du darfst dann auch da runter. Vielen Dank. Wenn Sie doch die Truhe öffnen, Sie. Oh, da kann ich da rüber. Ey, die Truhe ist weg. Oh, schön. Kann ich jetzt hier drüben nichts machen, ne? Hier? Oh. Ja. Ja, okay. Hey. Mikrochip. Ja, nee, ich glaube, das ist falsch. Ich weiß es nicht. Wie bist du hier reingekommen? Ja. Weiß ich nicht. Ich bin die Autorität. Ja, du dürftest eigentlich gar nicht da sein, Autorität. Dann lassen wir uns mal hier die Leiter runter. Wenn wir mal so langsam zurückgehen, denn die Folge muss auch mal enden, ne? War schön, dass wir jetzt hier so viel machen können, tun, aber ich glaube hier war. Ja, genau, hier waren wir noch am Anfang. Nur zwei. Ja, wie geht das denn? Wie kann der denn angreifen, wenn er betäubt ist? Ich habe jetzt hier echt keine Lust zu sterben und wieder da oben zu landen. Langsam reicht's. So, hier kommen wir her. Ja, da können wir die Tür aufmachen. So, Tür öffnen. Jetzt sind wir wieder hier im Anfangsbereich vom Moor. Gehen wir jetzt zurück nach Nadelöhr. Dann lassen wir diese Folge enden und machen beim nächsten Mal weiter.
Hier rum, darum. So, ihr kennt den Weg ja. Ich beende die Folge, sonst wird es noch länger und dann dauert es natürlich auch wieder mit dem Hochladen und so. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo. Am besten alles. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.